Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sterben am Stück. So, ich habe mir heute wieder Verstärkung geholt und da ist doch meine Verstärkung auch. Nee, das ist nicht meine Verstärkung, warte. Doch, bist du meine Verstärkung? Bist du Zarina? Ja. Du warst eben kurz Mac in der Lobby, deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Oh, es ist ein Wesker, glaube ich. Der kam mir in die Richtung ran. Mein Mitspieler hat gerade gesagt, er hat vergessen, dass er mit mir sprechen kann. Oh Gott, wie klein diese Map ist. Können wir bitte die Maps wieder größer machen? Was ist denn das? Also wirklich. Ah, jetzt habe ich immer noch die Wanze drin. Naja, egal. Ja, wo liegt sie denn? Siehst du sie? Achso. Achso, sie wurde weggebankt. Sie wurde weggeworfen. So, also ich bin jetzt nicht alleine, ich habe Verstärkung. Mal gucken, wie es dann jetzt läuft. Übrigens, die Schädelhändlerin vom Dienstag, wer die Folge gesehen hat, dieses Spiel, was die da am Ende gespielt haben, das ging dann noch ein paar Minuten weiter. Also ich habe mir das dann mal noch angeguckt, ein paar Minuten. Das ging unendlich weiter, was die da fabriziert haben. Keine Ahnung, was das sollte. Für mich war das purer Machtmissbrauch, was da abging. Aber naja, gut. So etwas gibt es halt. Okay, sie ist schon runter. Okay. Ich setze mich neben der Scheck-Anten-Jen. Mhm. Naja, war wieder am Haken. Na. Kacke. Ich hab mein Jen hat geknallt. Also er jagt noch die Lava. Aber die sind halt... Naja. Na, ja, Lava, ich hack ab. Geh, 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 geh. Ja, das ist nie. Ja. Er kommt trotzdem zum Haken. Mal ein paar Spuren, dass er vielleicht nicht wieder auf näher geht. Warte, ich komme mit zum Haken wegen Hochheilen. Wow, warum tunnelt denn der die? Was ist denn mit dem? Naja, er braucht seinen 4K. Und der. Naja, er hat mich gesehen. Schade. Kuckuck! Ich glaube, er hatte mich tatsächlich verloren. Oh nein! Nein! Immer wenn ich versuche, Mindgames zu machen, funktioniert's nicht. Immer wenn ich mich rumdrehe und zurücklaufe und so, funktioniert's nicht. Ist doch kacke. Mann, ich sollte einfach straight wegrennen. Achtung, er hängt mich. Er kommt zu dir. Er kommt vorne rum. Er ist außen rum um den Zeppelin. Ich weiß nicht, wo er ist jetzt. Er ist bei Lara, glaube ich. Die hat sich versteckt. Ja, er rennt gerade hinter zu Lara. Speedo Hilo, dankeschön. Okay. Müssen wir mal ein Deo holen. Hat Lara schon wieder. Ja, warte, hier steht eins. Ich nehme das einfach, was hier steht. Da ist noch eine Ladung. Okay.
Sind bei der Shack hinten. Mann, ich wollte einen Gen. Ja, sie sind noch in der Shack. So er. Was spielen die da? Bin mir da noch nicht ganz sicher. Ja, sah irgendwie grad. Doch, doch, schon. Ja, doch. Das sah gerade irgendwie nur komisch aus. Wir sind jetzt oben auf dem Hügel. Jetzt liegt sie. Er ist noch hier hinten. Weil er kommt jetzt, glaube ich, in deine Richtung vor. Ich gehe Lara holen. Komm, Lara, komm. Okay. Guck, dass ich Lara hochgeheilt kriege. Ja, ist wieder hier hinten. Lara rennt halt rum, das ist halt nicht gut. Naja, er hat sie doch wieder. Er hat ihre Spuren gesehen. Und sie rennt wieder. Naja. Er steht an der Scheck und sie ab... Naja, okay. Das war doof. Er hat halt um die Ecke so gewartet, dass sie ihn nicht sieht. Sitzt hier hinten auf dem Hügel. Ja, ja, ich geh von aus. Sag mir mal, wenn er bei dir weggeht. Oh nein! Ich doch. Das ist nicht gut. Dass mein Mikro mal ein Stückchen runter machen. Ich sehe sonst nichts. Das ist so schlimm. Kennt ihr das, wenn ihr am PC sitzt und ihr sitzt am Anfang relativ gerade und irgendwann sinkt ihr so in euch zusammen und sitzt dann da wie so ein Schrimp? Ich merke das dann halt immer daran, dass mein Mikrofon mir ins Bild rutscht. Weil am Anfang, ich stelle das ja immer so ein, dass es passt, ne? Und dann irgendwann hängt es mir im Bild und dann weiß ich, scheiße, ich bin wieder nach unten gesunken. Wie so ein Schrimp. Nein.
Nein, ich kull dich. Du lässt dich nicht sterben. Hör auf. Gönn mir Haken. Naja, ich seh's. Kommt, die geht in die andere Richtung. Wo bist du hin? Okay, warte. Ja, warte. Er ist hier. Er hat mich. Oh, shit. Nein. Ach, come on. Ich habe immer so ein Glück. Ich renne den immer rein. So, jetzt lass ich mich sterben. Ja. Doch, doch, so geht das. Ich hänge jetzt schon das zweite Mal. Mr. Campy Killer. Er kommt in deine Richtung. Weiß ich nicht. Eigentlich hätte doch da Verzerrung im Stack abziehen müssen, oder? Hat es bei mir vorhin nicht gemacht. Nein. Nein. Das lief nicht so gut. Aber hey, das ist okay. Das ist Sterben am Stück. So, Moment, einmal zuschauen. War das knapp, Mann. Luke! Oh nein! Oh fuck! Einen Schritt neben der Luke! Einen fucking Schritt neben der Luke! Einen! Das kann doch nicht wahr sein! Scheiße! Oh, das ist gemein! Ein Schritt! Du warst quasi drauf! Oh, guck mal, Alice, lässt er dich gehen? Oh, das wäre super lieb. Oh, guck mal. Das ist ja nett. Das ist voll lieb, das muss man sagen. Der hatte wirklich ein schlechtes Gewissen wahrscheinlich fürs Tunneln, ja. Ich glaube, der hat auch gedacht, so, boah, wie viel Pech kann man haben, ne? An der Luke vorbeigeschlagen. Also, ja. Aber wenigstens bist du rausgekommen. Juhu! Ich würde sagen, wir gucken mal, wie die zweite Runde läuft. Wir sehen uns gleich in Runde 2. Ja, mir ist es jetzt gerade erst aufgefallen, dass wir nicht nach Killer Perks geguckt haben. Auch am Dienstag nicht. Ich weiß, ich vergesse das immer. Ihr müsst verstehen, letzte Woche bei Lights Out gab es das nicht. Und schon hat es mein Kopf wieder nicht gespeichert, dass wir nach Killer Perks gucken müssen. Also, wir hatten Korrupte. Das haben wir irgendwie gar nicht gemerkt am Anfang. Wir hatten Pop, den Geißelhaken und kein Ausweg. Okay, gut, das hat jetzt halt nicht getriggert. Ja, gut. Ich versuche es mir jetzt für die restliche Woche zu merken, nach Perks zu gucken. Also, bis gleich. Jo. Warte, sind wir jetzt in Runde 2? Wir haben ein Schwein. Oder ist das eine neue Aufnahme? Wir sind in Runde 2, ne? Oh, ich bin so lost, ne? Ja, ist ein Schwein. Ich bin an einer Falle gestartet. Hi. Ich geh mal an die Scheck hinten.
Ich meine, der einzige Vorteil bei dem Schwein zum Beispiel, dadurch, dass sie die Maps verkleinert haben, die Fallen sind näher beieinander. Sie ist gerade hier hinten. Sie kommt jetzt in die Richtung, wo du gelaufen bist. Also, wir sind in Runde 2 am Donnerstag. Ich war gerade, komm, kurz Pause gemacht jetzt zwischen der Aufnahme. Und schon hat mein Hirn das wieder vergessen. Es ist so schlimm im Moment. Ich habe aber von ganz vielen gehört, dass die im Moment super schlecht schlafen. Ich schlafe ja auch nicht so gut im Moment. Ich weiß nicht, was das ist. Ist das die Wetterumstellung immer noch? Keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ob Vollmond ist. Wir hatten gestern Blutmond. Also, als der aufgegangen ist, da war der richtig krass rot. Als er dann oben am Himmel stand, war es weg, aber so, als er aufgegangen ist, war es richtig rot. Wahrscheinlich noch von der Sonne irgendwie, vielleicht eine Reflexion, keine Ahnung. Das sah richtig krass aus. Das Schweinchen ist noch vorne auf der anderen Seite beim Haus, da, wo du eben warst, so in der Ecke. Ja. So wahrscheinlich, wie das bei dir den einen Tag war, wo ich das bei mir nicht hatte. Ja, ich bin weg. Bin in die andere Ecke hinter. Bin am Kuhbaum. Ich glaube, Lori zieht jetzt alle Paletten. Wir haben dann, naja, wieder keine Paletten mehr. Okay. Bist du mit Mac an einem Gen, oder? Ihr seid, nee, okay, ihr seid relativ zeitgleich dann, okay. Naja. Mac war's. Mac war vor dir fertig. Okay. Sie hat kein Barbecue oder irgendwas. Sie ist bei mir hier hinten in der Ecke. Hat meinen Gen getreten. Geht jetzt zurück zum Haken, glaube ich. Okay, ich gehe zum Haken. Naja, sie kriecht hier rum. Ich hole sie, oder? Bevor sie Phase 2 kommt. Naja. Was absolut unnötig ist, weil Lori ist eh zum Tode verurteilt. Wo seid ihr, an welchem? Also im Feld. Okay, ich bin neben dem Haus oder vor? Ich bin neben dem Haus in einem Jungle Gym. Ich bin dann im Ausgang. Neben dem Haus ist einer. Das ist aber eine Speedrunde hier. Ich weiß halt nicht, wo sie ist. Ja, wo ist das Schwein? Hat die aufgegeben? Soll ich aufmachen oder warten? Also ich bin hier neben Haus.
Mache ich auf oder nicht? Mach auf. Ist mir egal. Bin egoistisch. Wie lange braucht die denn, um ihre Falle loszuwerden? Ja, es sind 4 oder 5 Fallen immer auf einer Web. Aber wo ist das Schwein? Hat die aufgegeben? Ich glaube, die hat aufgegeben. Okay. Es wird keiner gehen. Jawohl. Ich gehe. Ich weiß auch nicht. Das sind so Momente, wo du nicht weißt, was du machen sollst. Keine Ahnung. Ja, aber eigentlich müsstest du das doch schaffen. Alle Fallen abzulaufen, oder? Okay, Mac stand daneben, als die andere Falle gestorben ist. Ja, also die Dings ist tot. Und Mac rennt jetzt raus. Aber keine Ahnung, wo das Schwein ist. Weiß ich nicht. Sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Naja, keine Ahnung. Ich glaube, das Schwein hat aufgegeben. Das Schwein hat sich gedacht, so scheiß Gen Rush. Ich gebe auf. Ich weiß es nicht. Ja, jetzt gucken wir noch einmal Killer Perks, ne? Nicht wieder vergessen. Die hatte Hochmut. Oh, okay. Von wem ist denn das? Ach, vom Ritter, okay. Brutale Stärke, Zorn des Gespenst und beständig. Und sie hatte Add-ons mit. Verringert den Todestimer der umgekehrten Bärenfallen um 20 Sekunden. Ja, und sie hatte eine Falle mehr mit. Ja gut, diese 20 Sekunden haben jetzt wahrscheinlich Lori den Tod gekostet. Ja. Warum hat Mac so viele Punkte? Wie hat die das gemacht? Aber die zählen doch da nicht mit rein, oder? Also, keine Ahnung. I don't know. Falls einer von euch das weiß, warum Mac so viele Punkte hat, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich kann es mir gerade nicht erklären. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.